Also immer wieder schön anzusehen, Michael, dieses Moped. Ihr habt noch zu wenig Abos bei uns. Aus dem Wohnzimmer. Custom-made, wer hier was geändert hat. Also Leute, ich sehe ja nun mal wirklich aus wie ein Biker. Mit meinen Stiefeln, mit meinen langen Haaren und so weiter und so fort. Ich hätte mich wahrscheinlich mit 19 halb tot gefahren. 1900 Kilometer. 2009er Baujahr. Man ist hergegangen und hat aufgrund des Alters den zweiten Service gemacht. Ich mache da jetzt erstmal neue Reifen drauf. Hallo und herzlich willkommen bei Jan Classic. Also mein Name ist Michael Kampenstein und wir schalten wieder ein mit Markus Niemann, dem Autoverkäufer vom Kiesplatz aus dem Pott. Also langsam wird es tatsächlich zum Running Gag. Wir vergessen immer, euch zu begrüßen. Dabei wollen wir das gar nicht, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, ihr habt noch zu wenig Abos bei uns. Das ist irgendwie... Abos ist echt eine Lachnummer. Nein, ist auch eine... Ich hab noch nicht mal 10.000. Also es gibt Schrottplatzhändler, die haben 60.000. Ja, und ich habe auch nicht mal 10.000. 1000, ne? Aber bei mir gibt es auch kein Kaffee. Doch, Kaffee gibt es unten, aber nicht hier oben. Ja, der kostet 3 Euro. Der ist gratis. Wir haben hier eine Buell aus dem Wohnzimmer eines Sammlers. Aber eigentlich bin ich überhaupt nicht so der Zweiradmensch. Deswegen erzählt euch Markus so ein paar Sachen dazu, wo dieses seltene Stück herkommt, was wir hier für ein tolles Stück haben. Custom Made, wer hier was geändert hat. Bekannter Händler, vielen bekannt, für den ich eigentlich keine Werbung machen will. Das stimmt, ja, die sind ja die freundlichsten. Ja. Markus, du kriegst das Wort. Ich stütze den Deutz. Also Leute, ich sehe ja nun mal wirklich aus wie ein Biker. Mit meinen Stiefeln, mit meinen langen Haaren und so weiter und so fort. Aber ihr täuscht euch. Ich habe noch nicht mal einen Motorradführerschein. Mein Motorradführerschein hört bei 125 Kubik auf. Mehr darf ich nicht, mehr kann ich nicht, mehr will ich auch gar nicht. Weil ich, wenn ich damals einen Führerschein gemacht hätte, ich hätte mich wahrscheinlich mit 19 halb tot gefahren. Weil da kannte ich nur Vollgas. Aber zurück zum Bike. Wir haben hier eine Buell. Buell ist ja so eine Gemeinschaftsproduktion. Also ich weiß auch nicht viel, deshalb haue ich mit meinem Wissen einfach mal so raus. Buell ist ja so eine Gemeinschaftsproduktion von Harley-Davidson. Hier insofern, kannst du gucken. Sprich weiter. Ja, Mai 09. Insofern haben diese Motorräder ja so einen gewissen Kultstatus. Es ist auch tatsächlich so, die ersten Buells wurden mit einem Rotax-Motor ausgeliefert. Die hier nicht. Die hat den 1200 Kubik Harley-Davidson-Motor mit 95 PS. Das Bike ist aus 2009, wurde dann 2009 bis 2010 angemeldet gefahren, hat in dem Zeitfenster knapp 2000 Kilometer gefahren. 1900 bei Quetschstelle. Ja, genau. Auf den Detail achten. Ja, das sind fast 2000 Kilometer. Klar. So, die Inspektionen wurden natürlich gemacht bei einem renommierten Harley-Händler. Ich will den Namen jetzt auch nicht nennen, weil der hat uns irgendwie schwer enttäuscht. Und warum jetzt auch immer. Jetzt muss ich sagen, Thunderbird. Genau. Thunderbike. Ja, ja, genau. So, und ja, definitiv ist das Motorradsauto, wollte ich sagen, ist das Motorrad dann 2010 von einem Sammler, Freund von uns, der ganz viele Dinge sammelt, gekauft worden. Und der fand es also total schick, dass es bei ihm im Wohnzimmer stand. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, bis zum Ende letzten Jahres stand er also wirklich 13 Jahre lang im Wohnzimmer. Und wenn er Langeweile hatte, dann putzt er lieber das Motorrad als die Frau. Deswegen steht er jetzt zum Verkauf. Genau, dann war das Problem. Er hätte vielleicht ab und zu mal die Frau putzen sollen. Es ist ein bisschen umgebaut worden, auch wieder bei dieser bekannt-berüchtigten Firma Thunderbike. Es geht da eigentlich so um den Heckumbau und ich glaube, Auspuff ist umgebaut worden. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das nicht der Original Lenker ist. Genau, der Original. Thunderbird den Lenker umgebaut hat, hat das ein bisschen modifiziert. Ich sage mal Thunderbird, ich heiße aber Thunderbike. Ja. Hier steht es auch nochmal, Thunderbike. Genau, richtig. Die haben das alles gemacht. Wir wissen nicht so ganz. Wir hatten neulich die Erfahrung, wir haben ja die Sammlung aufgelöst von diesen ganzen Harleys und Buells. Ja, genau. Und da gab es einen Zusammenhang mit einer Buell, die nichts gelaufen hat, also unter 10 Meilen. Und da gab es einen Zusammenhang mit Thunderbike, die haben sollen was zu dem Modell gesagt haben. Ich kann es mir schon fast nicht vorstellen, aber ja, deswegen sind wir so ein bisschen skeptisch. Zumal alle Motorräder von dieser Person bei Thunderbike gekauft wurden. Unser Kunde hat immer bei Thunderbike gekauft, ist bei Thunderbike immer sehr glücklich gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen. Es ist das Modell XB12 Lightning Long. Genau. Warum jetzt Lightning? Okay, wahrscheinlich, weil schnell.
aber long, weil so long ist die eigentlich nicht. Also unter long stelle ich mir was anderes vor. Aber ist natürlich klassisch schwarz, muss ja so sein. Ja, die hat noch ein ewiges Leben vor sich. Wenn ihr euch vorstellt, jetzt 1900 Kilometer, 2009er Baujahr, das ist so gut wie zumindest ein Fünfer im Lotto. Weil sowas trifft man also auch kaum an. Ne? Ich habe gesehen, wir haben da ja eine ganze Akte zu und ein ganzes Paket. Und das ist ja auch noch mal ein Highlight. Das muss ich gerade mal hier von Markus seinem Schreibtisch klauen. Ja, mach so, das. Hier zum Beispiel, ja, Yannick, ne, das ist zum Beispiel noch das Original Buell Packaging, was als beim Kauf dabei ist. Da ist noch der Originalpass bei. Da sind da sind zwei Service gemacht worden. Ja, also der ist nicht hergegangen, aufgrund der Laufleistung den Service zu machen, weil die hat ja nur 19 oder ein paar gequetschte. Man ist hergegangen und hat aufgrund des Alters den zweiten Service gemacht. Mhm. Richtig? Richtig. Ne? Zwei Service sind drin und die waren nur einmal angemeldet bei dem Erstbesitzer. Und der Zweitbesitzer hat sie nur im Wohnzimmer gehabt als Kunst- oder Hobbyobjekt der Begierde in seinem Wohnzimmer, war richtig, ne? Ja, genau, ja, natürlich. Und er hatte aber ja noch andere Motorräder zum Fahren, das war eigentlich das Deko-Motorrad. Genau. Und das macht es halt auch einfach so besonders, dass es im Moment noch ein Modell gibt mit so einer unglaublich geringen Laufleistung. Jetzt kommen natürlich die ganzen Motorradfans und sagen als allererstes, Leute, die Reifen müssen ja, neu gemacht. Leute, das geht aber nicht. Service, alles der Reifen, ja. Alles muss neu, ja. Natürlich. Ja, da wollen wir gar nicht diskutieren. Geht gar nicht, also wenn ich ein Motorrad fahre, dann fahre ich auch keine alten Reifen. Also das ist mir schon mal ganz bewusst. Ja, da muss man sich aber natürlich auch bewusst sein. Wenn ich ein Motorrad kaufe, was auch wenn das nur 1000 Kilometer gefahren ist und hat die ganze Zeit gestanden, natürlich ist jetzt Reifen fällig und Service fällig. Und dann ist auch da eine ganz klare Frage. Das ist auch, man gibt immer nur eine Devise bei mir. Willst du ein Motorrad kaufen und willst du handeln? Wenn du handeln willst, dann kannst du mit mir handeln, dann brauchst du aber nicht erwarten, dass du TÜV und Service und Reifen und alles kriegst. Das gibt bei mir nicht. Ja. Wenn du aber sagst, Michael, ich kaufe die ist toll, zu dem Preis, wie sie da steht. Natürlich können wir die dann gerne zum Harley-Händler fahren und können sagen, wir machen einen Service, wir machen da Reifen. Das ist halt einfach immer das Gleiche, wie das im Leben ist. Kaufst du das zu dem Preis, wie das steht, oder meinst du, du musst handeln? Ja. Ja? Ich finde immer, die Leute, die handeln, man kann auch ein bisschen mal, also man macht ja einen Gedankengang, weil wertschätzen. Die gehen auch nicht zum Mercedes und kaufen ein neues Auto und sagen, ich möchte aber jetzt erstmal handeln. Nein, dann wird das bestellt. Raus, ja. Und dann wird gefragt, kann man was? Ne? Also es gibt ja auch bei Bosch Leute, die noch fragen, ich kriege vielleicht mal 4 oder 6%. Du kaufst ein Motorrad mit wenig Kilometern, was nachweislich immer nur in der Wohnung stand. Und dann kannst du doch nicht erwarten, dass da der Besitzer nach 5 Jahren hergeht und sagt, ach ja, mein Motorrad steht ja weiter in dem Wohnzimmer, ich mache da jetzt erstmal neue Reifen drauf. Ist ja Utopie, da, macht ja kein das Mensch. Das ist ja, ne? Überall so. Ja. Die Leute haben, also wie viele Sammler kenne ich von Oldtimern, die Reifen haben, die 8 oder 10 Jahre alt drauf sind. Dann gehst du zu dem hin und dann sagst du, guck mal auf den Reifen, der ist ja 10 Jahre alt. Dann sagen die zu mir, ja Michael, der ist ja noch wie neu. Hast du einen Wohnwagen oder einen Anhänger, da sagt der TÜV nach 6 Jahren, da müssen wir neue drauf, ja. Bei einem PKW interessiert das keinen. Und bei einem Motorrad ist das einfach, wenn ich Motorradfahrer bin, dann ist das für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich ein gewisses Profil drauf haben muss. Genau. Und dass ich einfach einen frischen Reifen haben will, der nicht älter ist als 6 Jahre. Weil das, du fährst ja damit auch nicht langsam. Da vorne habe ich eine Honda, so eine VF 750 stehen für ein paar hundert Euro. Ja? Da kann ich dir die Reifen zeigen. Die ist gefahren bis jetzt vor kurzem. Und dann guck mal, wie alt die Reifen sind. Ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Und da sagt der Verkäufer auch wieder zu mir, Michael, die sind doch noch gut. Was willst du denn? Ja? Also, ja, wir lachen darüber, aber das ist immer wieder das Gleiche. Ja, ja. Jeder hat eine andere Einstellung dazu. Der eine kauft die und sagt, ist ein Sammlerobjekt, ich stelle sie mir doch nur wieder in die Ecke. Den interessieren auch nicht, dass die Reifen so alt sind wie das Motorrad. Ja. Und der Nächste sagt, nein, ich möchte jetzt damit fahren. Also die letzte Buell, die ich für den Kunden verkauft habe, der hat ja aber erst eine Buell gekauft. Und das ist der, den ich meine, der nachher die Harley gekauft hat. Ja. Der hat bei beiden Dingern gesagt, nein, die stelle ich mir weg. Okay, ja, dann ist die stelle ich mir weg. Den hat das überhaupt gar nicht interessiert. Der hat gesagt, natürlich, ich weiß das und ich sehe das, aber ich stelle sie ja weg. Ich will sie ja sammeln.
Okay. Warum soll ich denn jetzt neue Reifen aufmachen? Wenn ich die mal fahren will und melde die an, dann kann ich die Inspektion geben und die Reifen. Wir wollen mal ehrlich sein. Inzwischen sind Reifen auch nicht mehr so ein Königsthema. Nein. Die kosten ja nicht mehr, wer weiß was. Hier, guck mal, das ist ein Trecker, der ist von 59 und da, was sind da drauf? Da sind nagelneue Reifen drauf. Guck mal, hier sind die Nöppelchen und die sind wirklich neu und hier sind auch die Nöppelchen, die sind wirklich neu. Und da sind auch noch Kleber, wenn er also Trecker, Ahnung von Treckern hat, der weiß, dass Kleber bei Trecker wirklich gute Reifen sind. Die kosten auch richtig Schotter, ja? Ich hätte keine Ahnung. Da kosten die zwei Pellen hinten, ohne vorne, die zwei Pellen ohne Aufziehen, 1100 Euro. Was? Und jetzt musst du mir nochmal sagen, der mit Aufziehen waren, glaube ich, 1100 Euro. Aber ist egal. Jetzt musst du mir nochmal sagen, wer macht denn auf so einen Trecker solche Reifen drauf? Nein, guck doch mal, die mit dem Trecker hobbymäßig fahren, mit den Kindern durch den Wald, die den nicht in den Alltag nutzen, die bestellen dann irgendwelche chinesische Reiskocher-Reifen, Linglong oder wie sie alle heißen. Ja, ja. Ist doch das Gleiche. Ja, also das wirst du aber überall finden. Weißt du, was ich immer sage bei den Reifen? Der Kunde kauft bei mir Autos oder Reifen, dann gucke ich immer gerne da drauf. Dann sagen die, oh, der Reifen ist zu teuer. Auf dem Hemd, da musst du aber dick draufstehen, Prada, Gucci, Armani. Die müssen eine dicke Uhr am Hemd gelenkt haben. Sowieso. Eine AD für 250k oder irgendwas. Weißt du, das brauchen sie. Ja. Aber auf einen dicken Mercedes, nee, da hast du nicht was Günstigeres am Reifen. Der ist mir zu teuer. Habe ich ja schon erzählt, dass ich ein paar gute Runderneuerte gekriegt habe für meinen Daimler. Nein, aber weißt du, was ich sagen? Ja. Nein, da das sieht ja so. Keiner. Nein, da es sieht so. Keiner. Genau. Da, weißt du, da wird nichts länger bei, da wird nichts größer bei. Nein. Ja? Wenn du ein Hemd da hast, oder wenn, dann ändert sich auch. Guck mal, da gibt 100 Euro für ein Hemd, also 150. Aber dann einer für einen Reifen 150 ausgibt, nein, das sehen die nicht. Ne? Der ist ja schwarz. Die Reifen sind alle schwarz. Beim Schwarzen siehst du nicht, was das ist. Also, das ist leider Gottes wirklich so. Da wird immer am falschen Ende geschwacht. Ja, wir schweifen sehr aus. Genau. Es ist ein tolles Motorrad, egal abgesehen, wie alt die Reifen sind. Ja, vor allen Dingen kriegst mal so ein vergleichbares Objekt. 1900 Kilometer, das ist ja, die ist ja noch nicht mal richtig eingefahren. Also wer die jetzt kauft, der sollte sich tatsächlich auch die Mühe und die Zeit nehmen, die vernünftig noch mal einzufahren. Also da kannst du dich jetzt nicht draufsetzen und prügelst die bis in 11.000er Drehzahlregionen. Dann macht die nicht so häufig mit. Sollte man nicht unbedingt tun. Und aber es ist auch eine Buell, das heißt also, ist auch ein gewisses Sammlerwert. Die hat ihre eingeschworene Fangemeinde. Und wir müssen jetzt einfach nur noch denjenigen finden, der sie so akzeptiert, wie sie ist. Und der sich darüber freut, eben halt so ein gutes, gepflegtes, gut erhaltenes Motorrad zu bekommen mit der geringen Kilometerzahl. So, in diesem Sinne, heute ist Angrillen. Die Sonnenstrahlen waren da, es war kalt. Aber der Magnolienbaum fängt an zu blühen. Und wir gehen jetzt runter. Die Jungs haben den Grill angeschmissen. Ich wünsche euch was. Ich sage vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Bis bald, wenn es heißt, der Locke aus dem Ruhrpott ist wieder da. Der Langhaar. Der Langhaar, der liebe Markus ist wieder da. Und ich freue mich immer, wenn der Markus hier ist und erklärt uns das so schön mit seinem Fachwissen. Und in diesem Sinne, bis bald. Mein Name ist Michael Karpenstein. Markus Niemann. Bye, bye. Ich hab euch lieb. Ciao. Bessig. Also ein Bierchen zum Würstchen wäre ja auch schön, ne?